Okay, Leute, ich habe was hier gemacht. 15 Sektoren. Und überspringen. Also, ihr wisst ja, dass ich Kapitel wiederholen kann. Das ist auch ein Grund dafür für dieses Level. Wenn man die Kapitel wiederholt, hat man die Wahl, ob man wie viele Sektoren man machen will. Und als ich das hier durchgespielt habe, haben die gesagt, man kann jetzt 15 Sektoren machen. Und ja, das ist das jetzt. Man kann jetzt 15 Sektoren, dafür kriegt man auch einen anderen Boss. Deswegen werden wir uns, nachdem ich die 5 Sektoren fertig habe, bei der 6. sehen. Also, bis gleich. Boah, ey, das hat echt eine Stunde gedauert, bis ich die 5 Welten fertig hatte. Ach ja, ich muss euch gleich noch was erklären. Auch glaubt nicht, dass das damit beendet ist. Ich bin noch längst nicht fertig mit euch. Also, man muss den Story-Modus nochmal machen. Das war's jetzt aber wirklich. Bald ist hier alles wieder normal. Und wenn man den 15. also 15 Sektor macht, da kommt sowas. Da kommt eine andere Story. Also bald nenne ich auch was anderes. Was ist bloß? Hat Cerberus etwa nicht die Quelle des Blocks? Anscheinend war er nicht der einzige Wächter des Labyrinths. Du meinst, der wahre Feind sitzt noch tiefer im Labyrinth? Dann verzögert sich unser Abschied noch wohl noch. Wahrscheinlich wird es jetzt erst richtig ernst. Ach ja, jetzt kurz mal erklären. Ich habe jetzt alles geholt. Und noch was. Bei Alice im Wunderland gab es ja diese Bedingung, 3 Gegner mit Abschlusskommando besiegen. Man musste, ich habe total vergessen, Abschlusskommando, also kommen selbst bei Angriffen, also Heroes auf der höchsten Stufe. So, Abschlusskommando sind die 3 hier. Man musste die 3 hier aktivieren, also 1 davon aktivieren. Ich hatte, bevor ich die, immer wenn ich diese Mission gemacht hatte, hatte ich nur bis hierhin. Und keine Verbindung dahin. Deswegen habe ich das so anders eingestellt und dann, als ich es gemacht habe, hat es funktioniert. So leicht geht es. Und ich habe jetzt den Halbmondreif, ja, aktiviert halber Schaden, halbiert erlitten Schaden, wenn deine Empfehlung, ja, klingt gut eigentlich. Aktiviert Angriffskraft, ja, okay. Und Kommandos, Status Matrix, ich habe jetzt einen neuen Platz für das Schlüsselschwert. Und ja, ich habe jetzt die ganzen Sachen reingetan, die ich jetzt bekommen habe. Und ja, jetzt entferne ich mal diese RD-Bagger. Und den hier. Den zu entfernen bringt mir eigentlich gar nichts, also den hier. Weil wenn ich den hier entferne, kriege ich 2 Stück. Wenn ich den entferne, kriege ich nur 1 Stück. Hm. Kein gutes Angebot. Deswegen werde ich jetzt mal das hier machen. Schaffe ich das eigentlich? Nein, warte. So. Kombo-Meister. Dir gelingen Kombos, als wenn ein Schlag ins Leere treffen sollte. Geil. Und dahin. Okay, RD-Bagger. Gut. Gut, dass ich die geholt habe. Level 29. Und jetzt geht es in den 6. Sektor. Ja. Ach, jetzt geht das richtig los. Es gibt bis 30. Ja, es gibt bis 30 und ich muss dann alles von vorne immer machen. Ab hier werden Speicherpunkte ziemlich rar, Kupo. Nimm zur Sicherheit lieber das hier mit, Kupo. Vielleicht ist für 600 die Chance auf Kombos. Lädt alle Kommandos direkt wieder auf. Ermöglicht eine unbeschadete Flucht aus dem Kampf. Aber hier nimmt die auch Häufigkeit von Speicherung ab. Den nächsten gibt es erst nach Sektor 9. Bis dahin kannst du nicht abspeichern. Sei vorsichtig. Wie? Oh. Okay. Der nächste ist bei Sektor 9. Ich bin gerade bei Sektor 6 gleich. Das wird ein toller Spaß, Leute. Das wird ein toller Spaß. Ich werde auch alles bei Cerberus machen, also bei denen machen. Danach nicht mehr. Ja. In Sektor 6. Kommt irgendwas Story-mäßiges? Nein. Naja, sehen wir mal, was die Gegner jetzt kommen. Oh.
Hab ich irgendwie schon gedacht, dass jetzt neue Gegner kommen müssten. Fick dich. Aber die sind auch gar kein Problem für mich. Level 99, Level 29 geht doch. So. Na kacke für mich. Ach ja, wenn ihr wissen wollt, was für ein Gegner da ist, ich hab's durchgelesen, es ist Granitos. Oder Granatos, wie der heißt. Dieser komische Steinwichser. Sektor 15 muss sie jetzt durchkämpfen, hallo. Das ist doch ein Heidenspaß. Monster da. Wenn kein Monster da ist, machen die nichts. Dann sind die irgendwie friedlich. Okay, ich hab schon den Ausgang gefunden. Ich mach mal alles komplett. Ach ja, ich wollte eigentlich eure Meinung dazu wissen, auch schon mir gemacht. Wieso noch die ganzen Herausforderungen zu machen? Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich glaube auch nicht, dass irgendein Let's Player das bisher komplett gemacht hat. Mit Agrabah. Aber naja, wenn ich ein Agrabah bin, hä? So. Hallo, wie zum Geier soll ich da hochkommen? Kann ich fliegen oder was ist los? Achso, ich hätte die roten Teile benutzen müssen oder was ist los? Warte mal. Nein. Okay. Ach, das regt mich jetzt auf. Wie zum Geier soll ich da hochkommen? Kann ich mal eine mal das sagen? Ach so. Jetzt gemacht. Wo ist dieses Bruch? Damit habe ich alle Kisten. Deswegen gibt es diese Funktion. Aha. Und wir haben alles erledigt. Okay, neues Design. Zerstöre erstmal die Kisten da oben. Okay, suche die Ursache. Gar keine Schule, deswegen nehme ich jetzt in Ruhe auf und keiner zu Hause. Unbedingt ihn hier töten. Sei mal ein bisschen friedlich, Sora. Sei ein bisschen friedlich. Okay. Cool, ein Nullchip. Kann ich das schon einfügen? Okay. Null Chip. Jetzt noch ein Chip, da habe ich noch eine Fähigkeit dazu. Und raus mit mir. Ich muss mal gleich sehen, wie viel ich schon aufgenommen. Oh, von den Punkten her habe ich zu viel. Ich bin kein Labyrinth, ich hab keinen Bock drauf. Ja, ist klar! Ob ich nichts Besseres zu tun habe. Warum meckere ich auch? Das ist doch meine eigene Entscheidung, dass ich das jetzt mache. Was kann
greifst du da an? Das nicht. Warte, wenn ich da oben gehe, gibt es keine Verbindung. Okay, dann mache ich das erstmal. Verdammt, er hat mich... Okay, zwei Gegner nur. Brauche ich vor lange zum Leveln. Okay, da ist der Ausgang. Aber nee, ich gehe noch weiter. Komm, schnell alle Kämpfe raus. Okay, Leute. Ich habe mir jetzt vorgenommen, den ersten Kampf, als ich gegen diesen komischen Flieger da gekämpft habe, lasse ich drin. Die restlichen Kämpfe werde ich rausschneiden. Es war viel besser für euch und für mich. Und ja. Und wenn neue Gegner kommen, die zeige ich euch in einem Kampf. Wenn nicht, dann schneide ich alle raus. Ja, so mache ich das auch. Jetzt kommt der Speicherpunkt, oder? Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, weiter geht's. Ach ja, was ich euch schon versprechen kann, das letzte, das eine Video, irgendein Video wird 20 Minuten lang sein, wo ich abgehakt reden werde, also wenn ich zu einem Kampf komme, ich habe ja erst am Ende ja entschieden, die ganzen Kämpfe rauszuschneiden, jetzt ist es richtig abgehakt klingen, also wenn ich einen Satz anfange, so, ah, und danach weg. Habe ich alle Gegner hier getötet? Müsste. Okay, ist ein Tunnel. Da haben sich den Weg dann was Tolles überlegt. Aber die hätten es echt anders machen können, also mit den ganzen, dass man immer von vorne wieder anfangen muss. Okay, alle Gegner erledigt. Mann, oh Mann, oh Mann. Schutzengel brauche ich mehr. Ach ja, ich habe jetzt ja was Neues. Magie. Ah ja, Ability. Immunität. Mach dich unverwundbar, während du heilende Items einsetzt oder einen Heilzauber sprichst. Gut. Gut, gut, gut. Kann ich gebrauchen. Ja. Jetzt kommt der Speicherpunkt. Hat ja lange genug gedauert. Wie lange brauche ich für? Oh, 3000 brauche ich noch. Für Level Up. Na toll. Ja, wenigstens erledige ich das schon früher. Seid dumm, Mann. Wie weit ist das wohl noch geht? Da sehen wir, wenn wir weitergehen. Kopf hoch, Sora. Ist das auch eine Heldenbedingung? Überschwänglicher Optimismus? Hm, wir haben ein bisschen Story hier eingebaut. Achso, Sektor 10 meine ich. Ich habe gehört, dass es hier auch irgendwelche Zwischenbosse gibt. Du Wichser. Neue Gegner. Da werde ich mal was Neues ausprobieren.
paar Gegner habe ich schon getötet. Wie gibt es diese Magie hier? Okay, komm. Egal, wenigstens neue Abwechslung. Komm. Habe ich wenigstens die neuen Gegner schon gesehen, kann ich dann alle Kämpfe wieder rausschneiden. Geben auch sehr viele Erfahrungspunkte. Schutzengel kann ich immer gebrauchen. Sieht ja alles schön aus. Zwei einzige Gegner hier im Wahlau. So, so. Aber wenn ich gegen den Endboss kämpfe, ich weiß, aber beim ersten Let's Play habe ich locker ihn besiegt. Da werde ich diesmal ihn auch locker besiegen können, wenn das so ist. Wenn ich auch schon, wenn ich schon auf Stufe 30 bin. Zwei Gegner. Ein Gegner. Das ist irgendwie zu easy. Aber den letzten, also bis 30, mache ich erst später, ein kleines bisschen später, bevor ein Ereignis passiert ist. Bevor ein bestimmtes Ereignis passiert ist, mache ich das. Ja, noch etwas, man kriegt hier auch ein besonderes Schlüsselschwert, wenn man bevor man beim 30. Sektor ist, kriegt man ein Schlüsselschwert, das heißt Schokobo Schlüsselschwert. Ja, Schokobo Schlüsselschwert, Leute. Also Schokobo Schlüsselschwert, das kriege ich erst später, das ist auch sehr gut. Wo sind hier so ein Schluck und das ist ein Schokobo-Schlüsselschwert hier geht. Der Kampf hat lang, nicht, ach, was hab ich da lange, kurz gedauert. Und da. Eigentlich davor bekommen. Hab ich irgendwas bekommen von denen da? Was für Abwehr? Ach ja, Stufen. 31. Nullchip und LP. Dies ist auch der Prozessor mit dem Prozessor verbunden. Mann, oh Mann. Okay, 31 bin ich jetzt. Das ist auch eine tolle Nachricht. Okay. Das hat doch mal echt zu lange gedauert. Gerade auch noch beim 11. Echt krass. Hä? Ich dachte, die kommen lieber so häufig. Oder habe ich irgendwas missverstanden? Ja, ja, ja. Kaufen. Ein neuer Ding, oder? Aufwärtshieb.